Im Spiel zwischen dem SK Bischofshofen und Grödeck zunächst einmal die in Blau spielenden Grödecker am Ball. Doch jetzt schöne Kontermöglichkeit. Guter Einsatz vom Goalie des SV Grödeck gefällt mir an dieser Stelle sehr, sehr gut. Dann wieder die SK Bischofshofen. Immer noch die Ongauer am Ball. Zunächst ein Rückpass. Läuft hier nach vorne. Kontermöglichkeit vom SV Grödeck. Schuss und scheitert zunächst. Allerdings können die Bischofshofener ersetzen. Dann wieder ein Abstoß. Schuss und Tor! Da ist das 1:0 durch Mammut Fredo ein Schuss für die Spieler des SV Grödeck, wobei dieser Treffer aus meiner Sicht doch sehr kurios war. Doch es sollte relativ bald der Ausgleich kommen. Nachschuss und Tor! Da ist der Ausgleich zum 1:1 herrlich gemacht und dieses Mal war David Backelade erfolgreich. Und der Bischofshofener SK setzt der 7. Nach und da! Wiederum 2:2 herrlich gemacht. Auch da war der Goalie des SV Grödeck absolut chancenlos. Dann wieder der SK Bischofshofen am Ball. Gut gemacht, der Ball geht an die Innenlatte, aber es ändert sich nichts mehr und der Spielstand bei der Schlussserie lautete knapp, aber verdient 2:1 für den SK Bischofshofen.